CPU Overclocking, lohnt sich das? Das klären wir hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. CPU Overclocking, lohnt sich das? Fürs Gaming? Lohnt sich nicht. Gerade bei einer 16-Kern-CPU lohnt sich es definitiv nicht. Die hat auch Stock so viel Power, dass sie das in Games überhaupt nicht bemerkbar macht. Ich habe gestern locker 8 Stunden rumgetestet, um zu schauen, welche Taktrate, bei welcher Spannung am effektivsten eigentlich bei dir im Rechner ist. Ich musste gestern auch mehrmals eine BIOS-Version wechseln, weil die letzte Version bei diesem Gigabyte, die F32, macht sich fürs Overtakten etwas schlechter. Ja, da will meine CPU automatisch mehr Spannung. Und das ist, finde ich, nicht gut. Einmal gibt es den festen Multiplikator, dass die CPU auf allen Kernen mit 4,5 oder 4,6 GHz läuft. Und zum anderen mit Precision Boost Overdrive, wo die CPU eigentlich im Stock weiterläuft und nur durch mehr Spannung bzw. durch eine höhere Leistungsaufnahme dann auch höher boostet. Jetzt haben wir aktuell im Stock laufen. Und wenn ich dazu jetzt das Cinebench R20 laufen lasse, ja, wie wir jetzt sehen, also Cinebench läuft hier bei mir dreimal durch. 3,875 GHz auf allen Kernen im Durchschnitt. Und da haben wir hier eine Leistungsaufnahme von 131 Watt. Aktuell TDC läuft mit 95 Ampere und die EDC mit 140 Ampere, so wie auch die CPU das vorgibt. Und das Ganze kann man auch ändern. Dazu gehen wir einfach mal ins BIOS. So, die Option mit dem Precision Boost Overdrive, die finde ich hier bei AMD Overclocking. Akzeptieren wir. Dann hier Precision Boost Overdrive. Steht aktuell auf Auto. Da hat man die Möglichkeit einzuschalten. Oder Advanced. So. Im Advanced Mode hier die PBO Limits, also die Precision Boost Overdrive Limits. Da hat man die Möglichkeit, die Limits zu deaktivieren. Habe ich noch nicht getestet, will ich auch nicht. Dann hat man die Möglichkeit, vom Mainboard her die Limits festzulegen. Die Information, die ich habe, soll aber so sein, dass hier das Mainboard sagt, das können meine Spannungswandler und demnach sind dann die maximalen Limits. Also zuallererst aber erstmal manuell. Da haben wir einmal die PPT-Werte. Die sind von der CPU her mit normal 105 Watt und in der Spitze mit 140. Da geben wir einfach 150 Watt ein. Hier haben wir ja die TDC-Limits. Die laufen mit 95 Ampere. Einfach auch da 10 Ampere höher. Das sind dann 105. Und die EDC-Limits sind mit 140 Ampere, geben wir auch 10 Ampere mehr, mit 150 Ampere. Nur durch diese kleinen Werte, mehr brauchen wir nicht machen. Das lassen wir so, speichern wir ab. Rechner startet neu. So, wie wir sehen können, läuft er jetzt, ja, 150 bis 100 MHz mehr auf allen Kernen. Und die Limits hier sind auch schon bei 145 Watt mit der TDC. 105 Ampere, wie ich im BIOS eingegeben habe. Und in der EDC mit 150 Ampere, wie ich auch eingegeben habe. Und durch diese leichte Anhebung haben wir jetzt schon auf allen Kernen 4 GHz. Und wenn wir jetzt die Temperaturen sehen dazu, ja, im Durchschnitt aktuell 69 Grad, 69 Grad, 69 Grad, in der Spitze mal 70 Grad. Das ist absolut akzeptabel. Ja, wenn wir schauen. Und da haben wir auch gleich 10.229 Punkte. So, im BIOS wieder angekommen. Gehen wir wieder auf AMD Overclocking, akzeptieren wir den Precision Boost Overdrive. Wählen wir diesmal nicht manuell, sondern das, was mein Mainboard hergibt, speichern wir ab. Und da sehen wir gleich, die CPU läuft jetzt im Boost auf allen Kernen mit 4250 MHz. Wenn wir uns jetzt die PPT-Werte angucken, 195 Watt, das ist auch noch akzeptabel. Die CPU TDC-Werte. 135 Ampere,
das ist schon ordentlich. Und die ETC-Werte sporadisch über 215, also 215 Ampere, gibt mir das Mainboard her. Und wenn wir jetzt dazu die Temperaturen sehen, 80 Grad, 79 Grad, rund 80 Grad für die drei Durchläufe. Jetzt müsste man natürlich sehen, unter Dauerbelastung, wenn man den jetzt wirklich mal eine Stunde laufen lässt, ob dann, wie es dann mit den Temperaturen ausschaut. Und wir haben erreicht 11.004 Punkte. Wenn wir hier schauen, das hier war mit einem fixen Takt auf 4,2 GHz. 11.000 Punkten, kann man da zufrieden sein. Ja, und dann die Single-Core-Performance, ändert sich nichts. Ich habe hier einen Maximalwert von 4,925 GHz. Und der will auch nicht höher. Auch wenn ich jetzt die Skalierung höher nehme, ändert sich daran nichts. Weil der läuft mir immer ins Limit. Auch wenn er jetzt nur einen Kern belastet, liegt die Spannung auf allen Kernen zu hoch an. Und deshalb geht er auch nicht höher. Man könnte es jetzt mit einem Offset, mit einem negativen Offset versuchen. Ich hatte schon eine BIOS-Version, ich weiß jetzt nicht mehr, welche genau das war. Da ist auf zwei Kernen auf 5,05 GHz hochgerannt. Single-Core-Test ist jetzt auch durch, 615 Punkte. Ich hatte schon 618 Punkte. Also an der Single-Core-Performance ändert sich nichts, wie gesagt, weil die CPU wirklich ins Limit läuft. So, im BIOS angekommen. Setzen wir Precision Boost Overdrive auf Auto und wählen mal einen fixen Multiplikator. Aktuell jetzt 1,225 Volt Spannung gegeben, 4,2 GHz und da sehen wir schon auch die Werte hier, 158 Watt und da sind wir schon auch bei den knappen 11.000 Punkten. So, zurück im BIOS. Da wählen wir Multiplikator von 45, 1,35 Volt. Das habe ich alles schon getestet, das läuft auch so. Also tiefer kann ich nicht gehen, höher wäre Quatsch. So, 4,5 GHz. Klar, jetzt geht die Temperatur natürlich hoch. 80 Grad, 82 Grad, knappe 200 Watt. In der TDC mit 100 Ampere und in der EDC mit, ja, auch um die etwas über 140 Ampere. Sogar noch ein bisschen mehr Werte gehabt als gestern. 11.730, kann man zufrieden sein. So, Cinebench R23, ja, läuft schon seit etwas über 5 Minuten mit 4,5 GHz. Also da ist auf jeden Fall stabil. Ja, Temperaturen aktuell, ja, in der Spitze 85 Grad. Und das ist absolut akzeptabel. Ja, 30.330 Punkte. Die Temperaturen waren in der Spitze, wie schon gesagt, also knappe 85 Grad. Und das ist vollkommen akzeptabel. So, versuchen wir mal. 1,35625 Volt. Können wir mal versuchen. Gut, Spannung reicht nicht aus. Das BIOS hatte sich resettet. Okay, 1,375 Volt. Reichen auch nicht aus. Ja, die Spannung wollte auch nicht. Wird wahrscheinlich zu viel gewesen sein. So, Load Profiles. So. 11.31. Ja. Laden wir. Und. Eine Ruhe. Ja. 4,6 GHz habe ich nicht erreicht. Die 4,5 GHz laufen Bombe. Auch mit dem R23, wie ihr gesehen habt, läuft es durch. Das habe ich mit meinen 3900X nicht geschafft. Da waren nach 4,35 GHz Schluss bei 12 Kernen. Und das sind 16 Kerne mit 4,5 GHz. Stabil, äußerst stabil. Ich habe gestern noch da locker 2 Stunden
Dirt Rally 2.0 gezockt und ohne Probleme. Ja, für einen Alltagsrechner oder einen Gaming-Rechner ein fixer Takt ist in meinen Augen Quatsch, da es nichts bringt in Games. Und da wäre die bessere Wahl die Aufhebung der Limits für die Leistungsaufnahme der CPU. Weil dann liegt bei mehreren Kernen eine höhere Taktfrequenz an, je nachdem wie das Spiel skaliert. Ob da jetzt 4 Kerne benutzt oder 8 Kerne, liegen dann halt bei den Kernen viel mehr an. Als wenn man jetzt einen fixen Takt hat von 4,5 GHz und das Spiel sich dann halt nur wirklich 4 Kerne nimmt und die dann auch wirklich nur 4,5 GHz liefern, anstatt die 4,9 im Boost. Achso, ja, und die Temperaturunterschiede, ob ich jetzt nur die Limits aufhebe vom Mainboard her, was mir das Mainboard vorgibt, oder halt auf fixe 4,5 GHz laufen lasse, die Temperaturen bleiben die gleichen. Dabei die Leistungsaufnahme bei 4,5 GHz auf einen Kern nahezu identisch ist, als wenn ich die Limits aufhebe, was mir das Mainboard hergibt. Dann danke ich fürs Zuschauen und bei Fragen, Anregungen, Kritik unten in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut!